Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Listen 19 auf der Ellerbach. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, ich habe die Infos von Ron auch gelesen, die Kommentare. Raps Erntezeit wäre jetzt die Saatzeit, beginnt erst hier. Mhm. Dementsprechend könnte es natürlich sein, dass Raps nicht aufgeht. Das heißt, wir müssten die Fläche nochmal grubbern und dementsprechend nochmal neu einsehen. Das ist aber auch kein Problem. Das geht relativ fix. Von daher ist das in Ordnung. Ich würde jetzt auch erstmal abwarten mit dem Düngen. Das heißt, wir lassen ein bisschen die Zeit vorspringen. Ich meine, sonst können wir eigentlich großartig jetzt gerade erstmal nichts machen. Wir müssen abwarten, dass das Heu trocknet, dass das Gras trocknet und zu Heu wird. Dann könnten wir wieder was machen. Ansonsten sieht es gerade eher schlecht aus. Aber ist nicht schlimm. Das ist überhaupt kein Problem. Wir gucken jetzt mal hier bezüglich den Wiesen. Ich glaube, hier müssten wir raus. Dann haben wir nämlich hier eine Wiese. Genau, und hier eine Wiese. So, wie sieht's Gras aus? Einmal gucken. 24% Feuchtigkeit. Okay, wir lassen jetzt ein bisschen vorspulen. Wir können sonst wirklich nichts anderes machen, leider. Gerade deswegen genießen wir die Aussicht und gucken immer mal wieder nach der Feuchtigkeit. Aber ändert sich auch nicht so schnell, ne? Ändert sich ja leider auch nicht so schnell. Ansonsten können wir eigentlich großartig nichts tun. Wir müssen jetzt abwarten. Die Felder sind noch nicht erntereif. Die sind fast erntereif. Wenn die natürlich erntereif sind, können wir dann natürlich auch loslegen. Aber da müssen wir erstmal dementsprechend ein bisschen warten. Ist aber nicht schlimm. So, heute Temperatur soll nochmal relativ gut werden. Heute, genau, 9 Uhr, 21, 25 Grad, 24 Grad. Morgen soll auch noch trocken bleiben, das ist in Ordnung, bis zu 24 Grad circa. Dementsprechend bin ich mal gespannt, 23% Feuchtigkeit, ich hoffe, das trocknet auch dementsprechend. Und ja, wir kriegen hier Heu. Wenn wir Heu kriegen, dann müssen wir natürlich direkt hier mit dem Schwader drauf und dann alles zusammenschwaden bzw. pressen und dann alles direkt auch in die Scheune schaffen, beziehungsweise auf den Hof, ne? Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Feuchtigkeit geht runter, 22%. Dauert ein bisschen, aber okay, kriegen wir schon hin. Wenn wir diesmal kein Heu schaffen, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben drei Wiesen, also da kriegen wir eine ganze Menge Heu bei rum, definitiv. So, wir bräuchten noch einen zweiten Wagen. Ein zweiter Flachwagen wäre zumindest nicht verkehrt. Wir gucken mal, wo wir die Wagen hinstellen könnten. Black Wolf hat auch schon vorgeschlagen, hier ein Silo mal zu nutzen. Können wir auch gerne tun. Das würde ich aber erstmal gegen Herbst machen. Und wo können wir die Flachwagen hinstellen? Wo können wir die Flachwagen hinstellen? Wenn wir die hier reinstellen, das wäre vielleicht ganz nice. Dann müsste aber das Ding hier raus. Das Gewicht müsste raus. Das wäre aber kein Problem. Ne? Ja. Okay, machen wir mal. Einmal abkoppeln. Schläuche abbauen. So. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Platz schaffen, ne? Weil wir brauchen definitiv Platz. Irgendwie müssen wir das machen. Irgendwie, aber ich weiß noch nicht genau wie. Einmal senken.
abkoppeln. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da rein. Danke. Dann haben wir das Gewicht, das kommt weg. Das können wir auch zusammen. Haben wir den Frontlader abgekoppelt? Wir haben den Frontlader abgekoppelt, okay. Dann können wir den Frontlader... Große Nachfrage, Biohof Hammer. Da wollen wir gleich mal gucken. Was der Biohof Hammer sagt. Gucken wir mal eben schnell. Felder sind noch keine erntereif. Biohof Hammer. Was denn? Luzerne-Silage. Ach so, okay. Okay, okay, okay. Was hat der Ron gesagt? Wir können glaube ich schon. Die Luzerne könnten wir schon mähen, glaube ich. Weiß ich nicht, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Werden wir mal gucken. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Okay, kommt es nicht da dran? Gut, dann wird das wahrscheinlich hier dran kommen, ne? Dann koppeln wir das mal hinten dran. Schauen wir mal. Ja, auch nicht. Wie kommt denn das dann dran? Egal, komm, egal. Machen wir es einfach. Machen wir es ganz einfach. Machen wir es so einfach wie möglich, ne? Hier. Verkaufen. Danke. Ah. Damit. Okay. So geht's auch. So geht's auch, ne? Gut. Wir gucken nochmal hier bezüglich... der Trockenheit des Grases. 13%, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir haben aber jetzt 19 Uhr. Ich hoffe, das passt, ne? Ich hoffe, das passt, Leute. Also bis jetzt ist noch nichts erntereif, das dauert wohl doch noch. Aber gut, kein Problem. Müssen wir schauen. Also bis jetzt ist noch kein Heu da. Bedeutet, ich würde sagen, wir gehen einmal schlafen. Du bist im Moment nicht müde. Na toll. Hallo? Den ganzen Tag geackert. Ich bin müde. Lass mich schlafen. Nee, ich darf nicht schlafen. Na gut. Dann spulen wir nochmal was vor. Hauptsache, wir können schlafen, ne? Machen wir bis 21 Uhr. Machen wir mal bis 21 Uhr. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, wie lang schlafen? 5 Stunden? 6 Stunden? Machen wir mal 6 Stunden schlafen. Ein bisschen dunkel, ne? Machen wir nochmal 2 Stunden schlafen. Nicht abbrechen. Schlafen.
So, gucken wir mal, was los ist. Felder sind immer noch nicht erntereif. Okay. Wie sieht es mit dem Heu aus? Prozent Feuchtigkeit, das ist eigentlich schon in Ordnung, aber gut, schlafen wir nochmal. Ist ja kein Problem, schlafen wir mal etwas länger noch. Schlafen wir nochmal zwei, ja, drei, von mir ist 3 Stunden. Ist ja kein Beinbruch. Schlafen wir nochmal 3 Stunden. Dann ist es ja genug. Wir sehen auch gut ordentlich was, ne? Felder immer noch nicht erntereif, okay. Aber man sieht hier, ist im Wachstum. Der Raps ist trotzdem in Wachstum. Anscheinend. Prozent Feuchtigkeit, okay. Ja, schauen wir mal. Lassen wir noch ein bisschen vorspulen. Wir können jetzt eigentlich nur abwarten. Gewendet haben wir. Wir haben alles gemacht, was wir machen können. Wir können jetzt eigentlich echt nur noch abwarten. Mehr können wir gerade nicht machen. Mehr können wir echt gerade nicht machen, ne? Das ist das. Ne, mehr können wir nicht machen. Mehr geht nicht. Mehr geht leider überhaupt nicht. Das funktioniert leider nicht. Ja, wir müssen abwarten. Jetzt stehe ich hier und warte, ne? Toll. Temperatur geht aber auch nicht gerade so wirklich hoch. Wie ja, heute noch trocken, ab ja, morgen früh Regen und dann 3 bis 12 Uhr trocken und ja. Ja, Leute. Wir brauchen jetzt das Heu heute. Wenn morgen früh wieder regnet oder diese Nacht, ist dann auch doof. Können wir nicht gebrauchen. Ne, können wir überhaupt nicht gebrauchen. Wir brauchen das Heu. Definitiv. Ganz dringend. Aber es scheint gerade nicht wirklich zu klappen. Ich meine, die Feuchtigkeit ist relativ gut weit unten. Bei 10%. Sollte theoretisch eigentlich reichen. Wir haben es gewendet, mehr können wir auch nicht machen, ne? Mehr können wir nicht machen, Leute. Wir können nur gerade abwarten. Wir können gerade echt nur abwarten. Ich glaube, aus der anderen Wiese sieht es genauso aus. Gehe ich mal von aus. Ja, hier sieht es genauso aus. Keine andere. Ja. Na gut, ist halt so. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht, ne? Die Feuchtigkeit nochmal runter? Nee, 9, 10%, ne?
10% Feuchtigkeit. Das ist doof. Wir haben 25 Grad. Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Vertrocknetes Gras ist es. Es muss jetzt noch von der Sonne getrocknet werden, aber wenn das nicht passt, dann, ne? Wie warm soll es morgen werden? Ja, nur 16 Grad, ne? Ja. 15 Grad, 16 Grad, 17 Grad ist nicht mehr viel, ne? Samstag soll nochmal ein bisschen warm werden, ansonsten, ja. Felder sind auch noch nicht erntereif. Laut Kalender könnten wir theoretisch schon ernten, aber wie gesagt, ist noch nicht erntereif. Das ist natürlich doof. Temperatur geht jetzt auch wieder runter. So langsam. Es neigt sich der Abend. Okay, pass auf. Wir versuchen mal was. Wir können nichts anderes machen, Leute. Wir können trotzdem nochmal versuchen, hier mitzuwenden. Wobei ich jetzt gerade nicht glaube, dass das daran liegt. Weil gewendet haben wir schon. Ne? Gewendet haben wir schon, das ist das ja. Deswegen glaube ich nicht, dass das daran liegt unbedingt. Aber gut, schauen wir mal. Wir probieren es trotzdem jetzt mal. Fahren wir eben hin. Zumindest hier vorne auf die eine Wiese. Und werden da mal gucken, wie das aussieht mit nochmal wenden. Ob es dann was wird oder eben nicht. Wenn nicht, dann nicht. Feuchtigkeit geht also auf jeden Fall raus, von daher zumindest relativ gut raus. Mehr können wir nicht tun. Mehr können wir echt nicht tun, ne? Moment. Er sagt nicht, jetzt ist es Heu. Jetzt ist es Heu. Leute, es ist Heu. Gut, einmal wieder zurück. Schwader wieder, Wender wieder wegbringen. Den Schwader holen. Okay. Gut. Heißt in der nächsten Folge einmal schwaden das ganze Zeug. Dann können wir anschließend die Beine pressen. Also haben wir wieder was zu tun. Sehr schön. Sehr nice. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich halte mal das Luzernefeld im Hintergrund. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 11 Uhr geht es weiter hier auf der LS19 Ellerbach. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage einmal bis dahin Servus und Tschüss.